Das ist der oberste Platz, der Kilometer, von hier das Regen. Deshalb ist das Wasser nicht unter mir. Und wir fahren jetzt hinauf zum Ende. Die linke Seite ist Gocksberg, mit dem Becher da hinauf. Elberg spielt eine sehr wichtige Rolle für alle drei monotheistischen Religionen, hauptsächlich in Verbindung, und zwar in Verbindung mit die Eiberlefungen über den Messias, Ankunft des Messias und Wiederkehr des Messias. Und für die Juden, Messias ist noch nicht gekommen. Sie warten auf den Messias, und es wird überliefert, wenn Messias kommt, dann wird wahrscheinlich stammen aus dem König von David. Und dann wird dann auch die Aufstellung stattfinden, wo die Menschen wegbringen. Joseph von Stalin, Kidron bleiben. Dann wird auch die Beginning aus David wiedergegeben. Und viele Überlegungen in Verbindung mit der Anfang des Messias. Die Christen sagen, wir wissen, dass dieses Wort des Messias war schon einmal in der Wiederkehr. Und deswegen viele Städte hier haben zu tun mit Jesus. Also in Jerusalem, also gab es die Zehmann unten. Hier außerhalb der Stadt hat sie uns auch gewarnt, konnte sie seine Linie unterrichten. Noch hier, ihr könnt sehen, der Kuppel, der Turm von der Kaiserin Augusta Victor Stiftung. Als Jesus kam zum letzten Mal von der Galiläa, er ist durch das Jordantal gekommen und von dort aus ist er die alte Straße, die römische Straße von Jericho nach Jerusalem gekommen. Zu Übernachten hat er übernachtet in Bethanien, in dem Haus von seinen Freunden, Martha, Maria, dort hat er Lazarus von der Grab auferweckt. Und dann täglich ist ihr geritten über Betfage und den Gipfel, den Gipfel von der Elbe hinein zu der Stadt Jerusalem. Also was, das ist der Einzug nach Jerusalem, das wird von euch gefeiert am Palmensonntag. Und von hier ist er auch in den Himmel gefahren, also nach der Auferstehung von den Augen von seinen Jüngern. Und deswegen gibt es so viele Kapellen hier, also zur Erinnerung an diese alle Ereignisse. Für die Muslimen, die Propheten anderer Religionen, sie werden auch anerkannt als Propheten bei denen. Sie lehnen nicht ab, sondern sie ehren auch die Propheten. Also sagen, der wichtigste Prophet ist Mohammed, aber sie ehren auch die anderen Propheten. Deswegen die alte Kuppel, die Himmelfahrt, die Kreuzung der Zeit ist im Besitz von den Muslimen. Sie haben dort an diese Stelle haben sie auch eine auch hier auf dem Berg stellt ein Stadtteil, ein arabischer Stadtteil von Jerusalem. Das war früher ein Dorf mit dem Namen Atur. Atur heißt der Berg. Und wenn die Araber nennen ein Berg, ohne zu erwähnen den Bergsname, das heißt für sie ein Berg mit heiliger Bedeutung. Auf der linken Seite, in der Nähe von diesem Moschee, das sind die Kuppel von der Himmelfahrtskirche, diese kleine Kuppel dort. Es gibt noch hier eine Kirche, Vater unser Kinder, wird überliefert, dass hier in dieser Gegend hat Jesus seine Engel weitergegeben. Also Vater unser, und wenn man mehr Zeit hat, stellt auf Dutzende verschiedene Sprachen und Fajansplatten den Text von Vater unser in verschiedene Sprachen.
Von hier steigen wir aus, wir gehen zu Fuß die ganze Nachmittag auch rein in die Altstadt. Nehmen Sie alles, was Sie brauchen, die Taschen, es gibt schon keine Sicherheitskontrolle mehr, wie bei der Klagemauer. Okay, an dieser Stelle, jetzt steigen wir.